mal, wie schnell die schwimmen. Das ist echt krass. Ich frag mich, wie die das schaffen. Und die scheinen gar nicht müde zu werden. Als ob es für sie nicht anstrengend ist. Das stimmt wirklich. Kommt, lasst uns herausfinden, wie die Pinguine eigentlich so schön schwimmen können. Gute Idee. Also für das Experiment braucht ihr folgende Utensilien. Und zwar einmal diese Knete, aus denen ihr folgende Körper bastelt. Eine Kugel, eine Spindel, einen Zylinder und einen Würfel. Und dann braucht ihr noch so Schnüre und dann noch so kleine Haken. Ihr braucht auch noch einen Blumenkasten, eine Stoppuhr und verschiedene kleine Gewichte, zum Beispiel Büroklammern oder so. Und ein bisschen Wasser. Also, ihr habt die Schnur und dann bindet ihr da eure kleinen Haken dran und dann tut ihr euren Körper, tut ihr dann da dran stecken und am Ende dieser Schnur ist dann euer kleines Gewicht, also diese Klammer zum Beispiel, und dann sieht es am Ende so aus. Dann starten wir doch einfach mal das Experiment. 3, 2, 1. Fertig, los. Die Spindel war jetzt offensichtlich die schnellste. Zauberei. Wieso schwimmt die Spindelform am schnellsten durch das Wasser? Das liegt an ihrer Form. Guck, bei der Spindel, die wird hinten viel dünner, im Gegensatz zum Würfel. Dadurch kann das Wasser auch viel besser um sie herumfließen. Und hinter der Spindel entstehen durch die runde Form kaum bremsende Wirbel. Das Wasser teilt sich gleichmäßig, fließt um den Körper herum und verbindet sich am Ende wieder. Dabei wird Energie gespart und deshalb werden Pinguine nicht so schnell müde. Die Menschen haben sich das zum Beispiel für Flugzeuge oder Rennautos abgeschaut. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob damit jemand die Formel 1 gewinnt. Mensch, Mädels, das war ja interessant. Ich freue mich schon auf unser nächstes Experiment. Dadurch kann es besser... Entschuldigung.